Ah, schade. Leider nicht. Ein kleines. Guck mal, ein kleines würde hinpassen. Dann ist die Ecke hier gut genutzt. So, Rutenfleisch haben wir ziemlich viel. Müsste der Metzger eigentlich noch auskommen. Das hatte ich ja eingestellt das letzte Mal, oder? Ja. Ja. Nee, Gänse haben wir eingestellt. Okay, ich wechsle mal auf Rutenfleisch. Was ist hier? Maurer. Das ist ja Stein. Pflasterstein. Okay. Den Pflasterstein könnten wir ja die Straßen hier mal ein bisschen verbessern. Wenn der da schon genug hergestellt hat und dann gerade im Produktionsstopp hat. Aus steinerische Straßen, aus Pflasterstein hier. Ist das jetzt was anderes? Oh. Nee, das ist Steinbohnen. Wo brauche ich denn da jetzt? Steinbohnen. Nein, ich wollte das da machen. Abbruch! Mach ich einfach drüber. Abbrechen! Nein! Hör auf! Oh. Okay. Mach mal da, wo sie am meisten langlaufen. Ist hier, ne? Guck mal. Kann ich auch die Brücke verändern. Ist jetzt eine Holzbrücke, ne? Obwohl die eigentlich ganz hübsch aussieht so. Aber könnte ich die aufwerten? Nee. Schade. Da kann ich da einfach... Kann ich Pflasterstein rüberziehen? Nee, leider nicht. Schade. Okay, ich kann auch noch eine Holzbrücke bauen. So, wir haben drei Arbeiter wieder. Mal gucken. Wie sieht es denn aus mit dem... Mit den Betrieben? Beim Jäger könnten wir noch einen reinmachen. So. Mach da mal was rein. So, und einen lasse ich mal. Es sterben ja genug Leute, dass der den dann ersetzen kann. Oh, zwei haben wir jetzt. Die Möbel sind ja eigentlich gar nicht so teuer, ne? Vielleicht soll ich noch mehr kaufen, einfach um die Häuser aufzuwerten. Ja. Die Möbel, da könnte ich mich hier mehr Leute einstellen. 50 Stück bräuchte ich dafür. Einfach mehr Alkohol. Okay, wir haben 177, aber egal, ne? Bis ich die Möbel machen kann, das dauert. Etwa ja bei. Na, hab ich wieder vergessen. Wo bist du? Oh, Möbel. Hier. 1, 2, 3 Pünktchen bräuchte ich noch für. Das dauert. Ich glaube, ich kaufe einfach mal noch ein paar Möbel.
Bestellen. Hier unten. Nochmal Möbel. So 100 Stück. 5.500. Oh, das ist aber teuer. Egal, mache ich trotzdem. Was? Ich guck nochmal bei den Tieren, beziehungsweise bei dem Saatgut. Kartoffeln. Gutes Saatgut. Und da hatte ich jetzt eigentlich nur letztens das Zuckerrohr gekauft, weil ich Zucker wollte. Für die Bäckerei dann. Die ich ja auch noch so erforschen muss. Und bei den Tieren. Tee, Kakao. Vielleicht Tee oder Kakao, einfach damit die mal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ne? Tee und Kakao trinken können. Anstatt Wasser und Alkohol. Okay, Birnen und sowas einfach für mehr Obstbäume. Also Kirsche. Tabak. Aber Tabak gut handeln. Echt Tabak. Kaffee. Was ist eigentlich mit dem Winterkürbis? Hält der irgendwie gut? Na gut. Lass mir erst einmal. Ist das meine Bestellung? Komm hier. Schneller als Amazon. Krass. Danke. Jo. Dankeschön. Kräutervorräte werden knapp. Das kann gar nicht sein. Ich habe zwei von diesen Dingern. Arbeiten noch welche? Oh. Muss ich hier noch einstellen. Was ist bei euch? Um Vögel zu vertreiben, die das Saatgut fressen und dadurch die Produktion erhöhen. Aha. Und hier? Arbeitseffizient. Hier kann ich gar keinen neuen weiteren einstellen. Okay. Ja. Oh nein. Ah, nein, ich muss Kräuter markieren. Das dauert, bis das hier fertig ist. Scheiße. Wo ist denn hinten? Man sieht so wenig, ne, durch die Bäume. Oh, hier. Da ist noch eins. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel. Freue ich mich jedes Mal drauf. Ja. Was ist dein Lieblings? Kräuter markieren. Das ist echt. Das ist das, was man am meisten in diesem Spiel macht. Weil die Reserven immer knapp werden. Das habe ich bestimmt am meisten gemacht in diesem Game. Macht auch voll Spaß. Wir haben hier 15. Hier sind noch welche. Ja. So, mag nicht mehr. Wenn es so viel Spaß macht. So, reicht. Oh ne, da ist er. Nehmen wir noch mit. So. Die.
Nee, was ist hier los? Ah, okay. Hat's hier nicht. So, jetzt müsste die Gesundheit wieder nach oben gehen, weil wir jetzt wieder Kräuter haben. Ja, nächstes Handelsschiff kommt. Aber Katastrophen sind jetzt hier eigentlich gar nicht so viel, ne? Ich hatte das Spiel ja eigentlich angefangen. Weil ich da irgendwie so davor schon gesehen, dass Tornados kommen. Und so. Stürme. Feuer. Okay, Feuer hatte ich schon, aber das habe ich immer irgendwie verpasst. Ja. Yeah. Naja. Mal kurz nachschmissen. Was ist hier los? Keiner will hier arbeiten. Warum? Ist jetzt auch nicht mehr so unbedingt notwendig, aber besser als leer stehen lassen. Wie hier der Wald zurückgewachsen ist hier. Nachgewachsen. Warum wächst hier eigentlich kein Wald? Stört das Zelda? Oh, wir haben einen Punkt, ne? Lass mich sehen, was nehmen wir denn? Ich werde ja fast mal fürs Haus upgrade, ne? Diese Technologie kann Materialien benötigen, um Technologie Bergbauschmiede freizuschalten. Benötigt wird am Fischereihafen gewonnen. Kann in der Beleuchtungs... Fischereihafen? Kann in der Beleuchtungsfabrik so Lampenöl und in der Seifenwerkstatt zur Seife arbeiten. Ja. Fischereihafen? Sag mal bitte. Habe ich da. Ist das das hier? Nee, ne? Das ist einfach nur ein Angelsteg. Was denn? Fischen. Ah, hier. Fischteich. Schalte den Fischteich frei. Ein künstlicher Fischteich mit einem höheren und stabileren Ertrag. Also. Als ein Angelsteg. Kann auf Land errichtet werden. Oder die Farm. Die Farm wäre natürlich auch interessant. Aber ich habe gerade so viel Essen, ne? Tierschlachtung. Die Produktion von Schlachtprodukten außer Fleisch verdoppelt sich. Außer Fleisch. Okay, ich hätte jetzt extra fürs Fleisch gemacht, weil das nicht so viel ist. Okay. Was ist das hier? Bauern sind bei der Arbeit effektiver. Oh. Geschwindigkeit von Aussaat und Ernte 100%. Oh. Das ist eine Plantage. Lederwaren. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen mehr auf die Sachen, die ich auch handeln kann. Ich hatte doch vorhin, brauchte ich irgendwas ganz dringend. Ne? Hier, Internat. Ja, mir ist es wieder eingefallen. Keine Panik, ne? Nicht, dass es... Nee, ich schicke das hin. Internat. Das wollten wir machen. So. So, Internat habe ich gemacht. Kann ich jetzt eine Schule einfach darauf upgraden? Oh, da kommt ein Handelsschiff. Ich glaube, ich warte erstmal das Handelsschiff ab, sonst passe ich. Ich mache einfach hier auf Pause. Kann ich dich upgraden? Sieht mir nicht so aus. Kinder im schulpflichtigen Alter wohnen und lernen im Internat. Nach dem Schlupf müssten sie in neue Häuser ziehen, ja. Wo mache ich das denn hin? Oh, das ist aber ziemlich groß. Guck mal hier.
Würde gut hier hinpassen, ne? Wir haben dann, wenn sie rausgucken, dann einen Berg vor sich. Oder ich mache einfach so. Oder so. Wenn die jetzt hier hinten raus. Gucken die sich diejenigen, die in der Pension sind, gucken die den Schülern beim Lernen zu. Beim Schlafen. Der muss schon so ein bisschen. Vielleicht mache ich das hier hin, so ein bisschen freier. Ja, dann haben die Blick auf See da hinten. Oh, das ist doch schön hier. Mach das hier hin. Ja. Es hat ja keinen Einzugsbereich, ne? Dann können die von allen. Ja, ein bisschen. Internate sind ja immer so ein bisschen außerhalb, ne? So Land. Internate. Das finde ich gut hier. Hier am See. Cool. So, noch ein Feldweg. Die Matsche an den Füßen bei Regenwetter. Jo, passt. Was brauchen wir da eigentlich? 20 Möbel. 120. Achso, ich hatte extra gekauft gehabt. Ich hatte ja vorbereitet. Ansonsten Pflastersteine und Stahl haben wir alles. Das kann schnell gebaut werden. Macht doch gut. Erstmal Platz schaffen hier. Internat am See. Cool. Das Seeinternat heißt das auch. Ja. Ja, jetzt brauchen die ein bisschen Zeit, das ganze Zeug hier hinzuschleppen. Aber die tragen schon, oder? Jo. Also 40 Pflastersteine für ein gesamtes Internat ist schon. Ist gut, ne? Ist jetzt zu viel. Und 40 Stahl ist auch jetzt nicht so viel. Fehlen nur noch die Möbel. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ich glaube, das dauert eine Weile. 189 Arbeit. Wir haben gerade mal 4 geschafft. Ich guck später nochmal hin. Hier haben die auch nur, ne? 3 Bäume. 3 Pflaumenbäume. Hm. Und hier? Hier sind auch nur. Ah, ne, hier sind genau 4. Hier, was ist das? Auch Kastanien, okay. Hm? Kastanie wird von der Cassie bearbeitet. Passt ja irgendwie vom Namen her. So, wie sieht es mit dem Papier aus? Arbeitet ihr fleißig? Das ist wichtig für die Forschung. Das wird immer. Mehr als 3 kann ich nicht einstellen, aber es wird auch immer gut genutzt. Ja. Ja. Holz reicht gerade so, ne? Na gut. Was mache ich als nächstes? Ich habe das Handelsschiff verpasst. Ich hatte bestimmt nur sehr gute Sachen dabei. Saatgut und so. Ach, nee.
Ich glaube, hier werde ich mal einen rausnehmen. Das sind 4000, knapp 5000 Schilf. Das bearbeite ich gar nicht alles. Da reicht ein Arbeiter. Wie sieht's hier aus? Mit den Kolben. 43 haben wir über. Was können wir hier noch machen? Ich glaube Seile, ne? Und Textilien war Fischernetze. Ich gehe mal auf Fischernetze. Zur Abwechslung. Was ist denn hier alles gelagert? Was ist das? Ich glaube... Ach, Kaka. Ich glaube, hier ist Kaka. Ne, was ist? Alpaka-Wolle. Ich glaube, Alpaka-Wolle. Kaka ist nur 115. Nee, das müsste die Alpaka-Wolle sein. Was kann ich denn mit der Alpaka-Wolle machen? Da stopft mir die Lager. Wo ist denn hier das da? Ich könnte grobe Kleidung machen. Oder ich könnte... Dann brauche ich Leder. Ja, Leder und Alpaka-Wolle. Daunenjacke. Mach ich mal das. Dann kann ich noch machen. Ich könnte, wenn ich Seide hätte, könnte ich Luxusmantel machen. Und Strohschuhe. Könnte ich auch mal wieder machen, ne? Mit dem Schilf. Dann ist die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht von denen. Luxusschuhe gibt es, glaube ich, nicht. Entweder barfuß oder mit Strohschuhen. Was Besseres haben sie nicht. Das ist ein Robbenfell. Ein Leder. Mhm. Achso, Leinen und Alpaka-Wolle würde auch noch eine Daunenjacke ergeben. Aha. Aber Leinen habe ich nur noch 54. Da muss ich bei der Weberei mal wieder ein bisschen nachlegen. Wieso haben wir hier keinen Schauspieler? Was ist mit dem passiert? Der ist verdurst. Der Schauspieler ist verdurst. Er musste dir halt eine Flasche zu trinken mit auf die Arbeit nehmen. Hör mal, wir haben 5000, knapp 6000 Wasser. Was machst du denn? Du kannst ja auch einen Eimer mitnehmen. Hey. Der ist einfach verdurst. Der ist wahrscheinlich so sehr in seine Arbeit reingehangen, in seine Theateraufführung. Das Teil einfach vergessen hat zu trinken, ne? Das passiert. Kennt man, muss ich auch mal machen. Ja. Okay. Guck hier, wir haben schon wieder jemanden. Edward. Edward. Ja, der kann doch. Der Edward, der kann, könnte ein, hier so ein Vampir spielen. Ich glaube, der ist prädestiniert dafür, einen Vampir zu spielen. Mit so spitzer Haut. Oh Gott. Ja. Wohl. Ich glaube, da fliegen die Teenies drauf ab. Der kam ja auch gerade frisch von der Schule, ne, der Edward. Der ist jetzt so. Ein Pizza-Vampir. Vampire in deiner kleinen Stadt, das ist aber gar nicht gut. Ja, der tut ja auch nur so. Die jungen Mädels, die brauchen halt was zum Anhimmeln. Ein Pizza-Vampir ist da ziemlich gut. Weißt du, damit die zufrieden sind. Und sich freuen und so. Ja. Ich habe ja Twilight nie geguckt, ne? Ich fand das immer total lächerlich. Ich habe da so den Trailer gesehen, dachte so. Nee. Nee, du, ich gucke das nicht an. Ist nichts für mich. Ja, ja. Was ist denn hier los? Wir haben einmal Wurst. Okay. Kälte.
Klamotten. Ja, die Klamotten werden gerade produziert. Oder sind die gestorben? Und die Seife ist irgendwie... Seife? Ne, bei der Seife kann ich nichts einstellen. Und hier? Okay, jetzt werden Klamotten produziert. Zwei Leute machen das. Sollte sich eigentlich gleich wieder verbessern. Oder ich baue noch Möbel rein. Guck mal hier, dann haben wir noch einen weiteren Arbeiter. Nicht genügend Material. Nee, ich habe Tische gekauft. Ich müsste noch 100 Stück haben. Luxusmöbel brauche ich da. Nicht so Tische. Oh, da hat mich das Icon jetzt hier aber in die Irre geführt, ne? Jetzt habe ich 100. Ich habe 100 Möbel gekauft. 100. Weil ich dachte, ich könnte das hier. Ich bin mich schon mal arsch, ne? Das Spiel macht mich manchmal echt. Oh Mann, ey. Wo kriegt ihr jetzt Luxusmöbel her? Da unten. Möbel. Nee, das sind aber nur Möbel, keine Luxusmöbel. Luxusmöbelfabrik. Schaltet die Möbelfabrik und die Luxusmöbelfabrik frei. Schaltet Upgrade-Optionen für Möbel und Luxusmöbel für Häuser frei. Die Luxusmöbelfabrik verarbeitet auch Bretter und veredeltes Leder zur Luxusmöbel. Ich dachte, ich könnte jetzt die normalen Möbel vielleicht nehmen. Möbel-Upgrades schaltet Möbel und Luxusmöbel als Upgrade-Option für Häuser. Achso, ich kann das noch gar nicht einsetzen. Guck mal, wenn ich jetzt Luxusmöbel hätte, könnte ich das Upgrade gar nicht machen. Weil ich das hier noch nicht habe. Toll. Toll. So, sind denn jetzt hier... Ach, wir brauchen noch einen Lehrer. Die Katrin. So, wie kommen da jetzt Schüler rein? Drei Leute sind da drin. Schüler. Sind das jetzt die normalen Schüler, die auch in die Schule gehen? Oder sind das jetzt schon die Fortgeschritteneren? Ne, die sind jeweils 9, 9 und 8. Und in der normalen Schule? Sieht man nicht. No. Ich glaube, das sind dieselben. Die Wunder halt nur. Na gut. Was macht ihr mit 20? Okay. Jetzt soll es ja ein bisschen schneller gehen. Nutzt ihr auch Papier? Papier nehmen die irgendwie nicht, ne? Ja. Okay. So. Haben wir irgendwie Stellen, die wir besetzen müssen? Oh, hier. Ein Fahrer fehlt. Bei den Bienen? Okay. So, ich glaube, an dieser Stelle werde ich aufhören. Mit dem schönen Blick hier des Seeinternats. Oh, es ist dunkel geworden. Brennt da die Erde einfach so? Ist da los? Das ist wahrscheinlich eine Fackel, die man nicht sieht. Welches Hogwarts? Und das ist ein magisches Feuer. Kann ja sein. Ja, gut. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ich wünsche euch einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Ja, ich, ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.